Ich bin Horst Fischer, gebürtiger Karlsruher, immer noch ein Karlsruher Brigant, mit 15 Jahren zum vorderösterreichischen Freiburger Bubble mutiert und seit 1970 lebe ich als evangelischer Christ in der katholischen Diaspora. Davon 20 Jahre Kirchenältester in der evangelischen Kirchengemeinde von 1999 bis 2019. Ich bin also unserer Amalie in mehrfacher Hinsicht geistig verbunden. Bis 2008 war ich Lehrer am Fürstenberg-Gymnasium in den Fächern Deutsch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde und Englisch. In dieser Zeit war ich bald 15 Jahre im Stadtrat Donaueschingen und von 1987 bis 2005 Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde. Ich spreche heute zu Ihnen über die fürstliche Hochzeit am 19. April 1818 unter dem Titel »In Liebe vereint«. Für viele, nicht nur für die Historikerinnen und Historiker, sondern für alle historisch Interessierte ein Widerspruch. Hochzeiten in Herrscherkreisen waren und sind noch immer nichts Besonderes. Fürstliche Ehen waren und sind immer politisch motiviert, in erster Linie Mittel des Machterhalts und der Machterweiterung. Ehen galten da nicht in erster Linie als das religiöse Sakrament, von Gott selbst eingesetzt, auf Ewigkeiten angelegt, bis der Tod euch scheidet. Doch beim Denkmal für die Silberhochzeit unseres Fürstenpaares Fürstin Amalies, geborene Prinzessin von Baden, und Fürst Karl Egons des Zweiten zu Fürstenberg, sehen wir auch ein Zeichen für eine gute Ehe. Nicht nur in politischer Hinsicht, sondern einer lebenslangen ehelichen Gemeinschaft. Eine Erinnerung an 25 glückliche harmonische Jahre, die die schwierige Zeit nach der Französischen Revolution, der Turbulenzen um die Jahrhundertwende mit Kriegen, Aufständen, gesellschaftlichen und politischen Unruhen, napoleonischen Jahren. Sie brachten enorme Schwierigkeiten für die Markgrafschaft Baden und auch für das Fürstentum Fürstenberg. Von der Silberhochzeit 1843 blickt man gerne zurück auf das junge Hochzeitspaar von 1818. Die Porträts Marie Ellenrieder von 1821 zeigen zwei junge Leute, die tatsächlich die Aura von zwei verliebten jungen Menschen umgibt, wie die Autorin Gabriele Katz in ihrer Romanbiografie Die Malerin interpretiert. Am 19. April 1818 heirateten im Karlsruher Schloss die badische Prinzessin Amalie Christine von Baden, Tochter des ersten badischen Großherzogs Karl Friedrich und Fürst Karl Egon II. Zu Fürstenberg im evangelischen wie katholischen Ritus. Diese Hochzeit war für das erst 1806 entstandene Großherzogtum Baden als auch für das Fürstentum Fürstenberg fast schon ein Jahrhundertereignis. Unsere Überschrift dieses Vortrags, in Liebe vereint, klingt zwar etwas verdächtig nach dem Sprachgebrauch unserer heutigen Gesellschaftspresse, der Yellow Press wie Bild, Bunte, Herzblatt, Quick, mit viel Klatsch und Tratsch aus den höchsten Adelskreisen. Doch ich will keineswegs unsere Amalie und ihren Karl Egon in diese Reihe stellen. Denn wir haben es mit der Verbindung der beiden Königskinder vor über 200 Jahren nicht mit etwas Märchenhaften zu tun. Auch nicht mit Intrigen und Affären, sondern mit einer Verbindung zweier Menschen, die nicht nur bloßes Machtkalkül oder politische Motive zusammenbrachten, sondern menschliche Liebe und Zuneigung. Doch der Reihe nach. Es gab tatsächlich politische Gründe, die zur dauerhaften Verbindung führten. Ein ganzes Geflecht von Verbindungen und Beziehungen, die 1818 nicht nur zur politischen Verbindung der Häuser Baden und Fürstenberg, sondern zur familiären Einbindung des Hauses Fürstenberg in das großherzogliche Herrscherhaus führten. Fangen wir mit der Vereinigten Markgrafschaft Baden, das ist Baden-Durlach und Baden-Baden an.
die ihre wahre Bedeutung über ihre zahlenmäßige Größe hinaus der Grenznähe zu Frankreich verdankt. Die Aufgeschlossenheit gegenüber der politischen Aufklärung war schon unter Markgraf Karl Friedrich vor der Revolution vorhanden. 1783 wurde zum Beispiel in Baden als erstem Reichsland die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben. Gerade in der napoleonischen Zeit genoss man neben den enormen Kosten auch politische Vorteile. Erhebung zum Kurfürstentum im Zuge des sogenannten Reichsdeputationshauptschlusses 1803, als die rechtsrheinische Kurpfalz mit Mannheim und Heidelberg an die Markgrafschaft Baden fiel. Es ist die Gebietserweiterung durch Säkularisation, das ist die Verweltlichung geistlicher Gebiete wie Speyer, das riesige St. Blasien und auch Konstanz. Die Mediatisierung betraf die freien Reichsstädte, wie etwa Offenburg, und die reichsfürstlichen Herrschaften wie Fürstenberg. Sie verloren ihre Reichsunmittelbarkeit nach der Gründung des Rheinbundes 1806 und im Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und damit ihre politische Souveränität. Sie wurden dem badischen Staat einverleibt, das heißt, sie waren, wie auch der Fürst zu Fürstenberg, nur noch Untertanen des Großherzogs. Komplizierter, vielschichtiger waren die Probleme des Fürstentums Fürstenberg in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 1799 fiel der aus der böhmischen Linie der Fürstenberger stammende kaiserliche Feldmarschall Leutnant Karl Alois in einer Schlacht während der Revolutionskriege für den Kaiser. Sein ältester Sohn Karl Egon war erst 3 Jahre alt. Seine Witwe Elisabeth, eine geborene Prinzessin von Thurn und Taxis, und seine Cousine mussten sich mit den Verwandten um die alleinige Vormundschaft auseinandersetzen. Nach dem Tod aller in Frage kommenden Fürsten zu Fürstenberg für die Nachfolge wurde Karl Egon 1804 Fürst zu Fürstenberg, seit 1806 dann allerdings nur als mediatisierter Fürst. Auf dem Wiener Kongress 1814-15 kämpfte die verwitwete Fürstin Elisabeth zwar wie eine Löwin als Anführerin der Mediatisierten um die Rückgängigmachung dieses politischen Verlustes. Dieser Kampf verschaffte ihr zwar Anerkennung, aber sie blieb letztlich erfolglos. Dafür war ihr Kampf um die alleinige Vormundschaft über den noch unmündigen Karl Egon erfolgreich, wenn auch sehr anstrengend. Leidenschaftlich kämpfte die fürstliche Frau um das Erbe ihres Sohnes, wie sie es in einem Brief an Josef Freiherr von Lassberg, mit dem sie ein außereheliches Verhältnis einging, ausdrückte. Sie kennen zu bestimmt mein leidenschaftliches Muttergefühl für den holden Knaben, aber wäre ich Mutter, wenn es nicht brauste in Kopf und Herz, wenn ich nicht strebte nach eigenem Wirken in diesem großen Moment? Seit 1813 hatte Elisabeth dann die Vormundschaft über ihren Sohn Karl Egon allein geführt. 1817 wurde er im Alter von 17 Jahren für volljährig erklärt. Bereits einige Zeit vor seinem Geburtstag wurden ihm seine künftigen Aufgaben als neuer Standesherr übertragen. Er wollte schon bald seine alte, vertraute Standesherrschaft mit jugendlichem Elan und Eifer neu festigen und mit neuer Bedeutung füllen, wofür er nicht nur altgewohnte Wege erwählte. Unter diesen Bedingungen ist auch die angestrebte Verbindung mit dem regierenden Hause Baden zu sehen, wie es im Folgenden dargestellt werden sollte. Bevor wir uns mit der angestrebten Verbindung mit der einzig möglichen Person, die für eine eheliche Verbindung in Frage kam, Prinzessin Amalie, beschäftigen wir uns mit einem großen protokollarischen Hindernis, nämlich der zweiten morganatischen Ehe, also einer unstandesgemäßen Ehe des Markgrafen Karl Friedrich mit Luise Caroline Freiin zu Geiersberg. Amalie, Tochter des ersten Großherzogs Karl Friedrich,
stammte aus dieser morganatischen Ehe. Und sie war die einzig mögliche Frau, die für eine solche eheliche Verbindung mit dem jungen Fürsten in Frage kam. Sie gehörte mit ihrer Mutter und ihren Brüdern nicht zur markgräflichen Familie. Sie waren also auch nicht erb- und nachfolgeberechtigt. Wie aber kamen unsere beiden Königskinder Amalie und Karl Friedrich dann zusammen? Nun ist es aber an der Zeit, dass wir zu diesen Hauptpersonen unserer Geschichte kommen. Über die junge Amalie, Prinzessin von Baden, geboren 1794, lässt sich leider nicht allzu viel sagen. Denn die Quellen sind fast schon selbstverständlich sehr dünn gesät. Selbst als Tochter des Markgrafen, späteren Kurfürsten und dann Großherzogs Karl Friedrich und der Reichsgräfin Luise Caroline von Hochberg, spielte sie mit ihrer Mutter und den Brüdern in der Hofgesellschaft in Karlsruhe absolut keine Rolle. Vor allem der traditionelle, alteingesessene badische Adel sah in der neuen Familie des regierenden Fürsten reine Emporkömmlinge, über die man glaubte, sehr wohl die Nase rümpfen zu können. Aber Amalie verehrte ihre Eltern und konnte sich in der fast schon bürgerlichen Familie wohlfühlen. Sie genoss eine standesgemäße Erziehung und zu den älteren Stiefbrüdern hatten die Hochbergkinder gute familiäre Beziehungen. Als Amalie vom Großherzog Karl, ihrem Stiefneffen, zur Prinzessin von Baden erhoben wurde, glaubte sich ihre Mutter bereits am Ziel ihrer Wünsche der gesellschaftlichen Anerkennung. Doch Karl machte die Hoffnung der Hochberg dadurch zunichte, dass er die Gelegenheit nicht wahrnahm, die Statuserhöhung Amalies bei einem Treffen mit Napoleon, quasi seinem Schwiegervater, anzusprechen. Karl Egon II. Zu Fürstenberg, geboren 1796, wurde, wie bereits erwähnt, im zarten Alter von 8 Jahren 1804 Fürst zu Fürstenberg. Karl Egon war auch nach seiner Mediatisierung und damit Untertan des Großherzogs Grundherr großer Güter und Waldungen sowie einiger industriellen Unternehmungen, immerhin der größte und mächtigste Standesherr im Großherzogtum. Übrigens war er auch im Königreich Württemberg und im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen vertreten. Was seine Ziele als junger Fürst ohne politische Souveränität angeht, hatte er klare, realistische Vorstellungen. Er beugte sich den politischen Gegebenheiten und strebte korrekte politische Verhältnisse zum Großherzogtum Baden an. Seine Chancen waren dabei von Anbeginn recht groß. Dem Großherzog Karl wurde er offiziell vorgestellt als Obristwachtmeister des badischen Husarenregiments, sodass ihm das Wohlwollen des badischen Hofes und der Ehrenrang als Standesherr im Stade aufgrund auch der Größe seines Territoriums sicher war. So konnte auch diese Stellung trotz des heftigen Widerstands des Fürsten von Leiningen, der vergeblich auf die Minderjährigkeit Karl Egons verwies, bewahren. Noch bevor er im Oktober 1817 volljährig wurde, hatte ihm einige Zeit zuvor seine Mutter die Amtsgeschäfte übertragen. Er konnte sich auf seine neuen Aufgaben gut vorbereiten. Denn im Februar brach er zu einer ausgedehnten Informations- und Bildungsreise durch viele deutsche Residenzen auf und erwarb sich dabei eine vorzügliche Reputation als junger Vertreter der deutschen Hocharistokratie. Und er verschaffte sich zum Beispiel beim Kaiser in Wien, bei Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, beim Herzog von Coburg, beim Großherzog von Weimar großes Ansehen. Aus Anlass der Übergabe der Geschäfte an Karl Egon richtete seine Mutter Elisabeth an ihn folgende Worte, die für ihn als eine verpflichtende Leitlinie seines Regierens galten. Gott hat dir in seiner Gnade Fähigkeiten gegeben. Vernachlässige keine derselben. Lege dich nur dann vergnügt nieder, wenn das Bild des verflossenen Tages dir die Ausübung einer Tugend, die Ausrottung einer bösen Regung, das Fortschreiten in geistiger Vollkommenheit vorhält.
Präge dir tief ein, dass du nunmehr nur durch dein eigenes Selbst Achtung und Liebe erwerben kannst. Durch mehrfache Aufenthalte Karl Egons in der großherzoglichen Residenz Karlsruhe hatte er Amalie Christine kennengelernt, dass sich die dann anbahnende Verbindung der beiden nicht bloß von politischen Gründen der Staatsräson bestimmt war, zeigen die zahlreichen persönlichen Briefe zwischen dem jungen Fürsten und Amalie, die man schon als Liebesbriefe charakterisieren kann. Hier zeigte der junge Karl Egon schon sehr früh seinen eigenen Willen. War er doch schon unter den Heiratsplänen seiner Mutter Elisabeth, die zum Beispiel auf eine Verbindung mit der Prinzessin Anna von Sachsen oder mit Prinzessin Amalie von Weimar hoffte, nicht verfolgt. Als dann die eheliche Verbindung zwischen Karl Egon und Amalie Christine feststand, gab es natürlich auch entsprechende Stellungnahmen aus berufenem Munde. Neben konventionellen Kommentaren gab es auch schon fast boshafte Bemerkungen, die jedem Skandalblatt unserer Zeit Ehre gemacht hätten. Die damals bekannte Rachel Varnhagen von Ense, Frau des preußischen Geschäftsträgers am Badischen Hof in Karlsruhe, berühmt durch das Führen eines literarischen Salons in der Zeit der Romantik, äußerte sich folgendermaßen. Von den Mediatisierten machte sich besonders der junge Fürst von Fürstenberg bemerkbar, der eine Art gescheiter Fröhlichkeit zeigte, die zwar meist nur oberflächliches Sprudeln war, aber einem Manne seiner Klasse als Genialität angerechnet wurde. Schon 1771 galt die alte vereinigte Markgrafschaft Baden als ein sehr heterogen zusammengesetztes Herrschaftsgebiet. Vereint nur durch das familiäre Band der badischen Markgrafen von Säringen. Es fehlte dem Land ein städtisches, kulturelles oder gar ein religiöses Zentrum. Landsmannschaftlich waren fränkische Bewohner im Unterland, Alemannen im markgräflichen Oberland vereint, was sich im unterschiedlichen Charakter und Temperament der Menschen im Schwarzwald, am Ober- und Hochrhein oder in der Residenz in Karlsruhe und in deren nördlichem Umland bemerkbar machte. Der bekannte Amadeus Siebenpunkt stellte gar die provokante Frage, Badener? Gibt's die überhaupt? Es ist wohl allgemeingut, wenn festgestellt wird, was immer Freundschaft, freundnachbarschaftlich über den Bodensee, über den Hoch- und Oberrhein klingen mag, von einem gemeinsamen Stammesgefühl kann kein Mensch sprechen, der seine Worte wägt. So Peter Lahnstein, der übrigens in der Regierung von Helmut Schmidt mitgearbeitet hatte. Am spürbarsten war und ist wohl die Unterschiedlichkeit der Sprache. Hier ging ein Riss durch die Markgrafschaft, bedingt durch die Sprachgrenze zwischen dem unterlänkischen Fränkischen und dem oberländischen Alemannischen, das wiederum in sich schon eine Vielfalt an alemannischen Dialekten am Oberrhein, am Kaiserstuhl, im Markgräflerland, im Schwarzwald und am Bodensee hatte. Aber in den vorrevolutionären Zeiten war die Homogenität der Bevölkerung kaum ein Kriterium für die Festigkeit desselben, sondern entscheidend war das dynastische Band der regierenden Familien, die sogar aus anderen Regionen kommen konnten. Die recht liberale Einstellung der Zähringer war schon sehr früh ein historischer Glücksfall und eine äußerst gute Voraussetzung dafür, dass der aus bunt zusammengewirbelten Bevölkerung der Markgrafschaft landsmannschaftlicher Hinsicht ein harmonisches Ganzes werden konnte. Beeinflusst von der politischen Aufklärung im nachbarschaftlichen Frankreich gab es anders als im Deutschen Reich so etwas wie einen Geist der Liberalität. Aber nun zur Fürstenhochzeit selber. Dem FF-Hofdrucker Alois Willibald verdanken wir die vorzügliche Schilderung aller Feierlichkeiten zur Verlobung und Hochzeit des jungen fürstlichen Paares. Von der Verlobung am 6. Januar im Schloss zu Karlsruhe, dem ersten Verlobungsempfahl im Schützen, der Trauung im Karlsruher Schloss, der Reise nach Donaueschingen, dem feierlichen Empfang in der Stadt.
In Donaueschingen hatte man sich schon früh auf das junge Fürstenpaar gefreut, wenn man dem Biografen Karl Egons Alexander von Platens glauben darf. Als sich auch sein Herz mit voller Liebe an eine deutsche Prinzessin kettete, die schon lange Zeit durch ihre schönen Tugenden die Augen der Welt, in der sie zunächst lebte, auf sich gezogen und alle guten Fürstenberger zu dem heißen Wunsch genötigt hatte, sie einst als Gemahlin des Fürsten Karl Egon zu Fürstenberg in Freude und Jubel begrüßen zu können. Diese doch erlauchte Fürstin ist die Prinzessin Amalia von Baden. Zur offiziellen Verlobung fand in der Karlsruher Schlosskapelle ein feierliches Amt mit dem Absingen des feierlichen Dankchorals »Herrgott, wir loben dich« statt. Wir können die Vorstellung Amalias in Donaueschingen durch Karl Egon nach dieser Verlobung schon als ein kleines Zeichen erwachenden Donaueschinger Bürgersinns empfinden. Denn die Vorstellung fand nicht in den Räumen des fürstlichen Schlosses statt, sondern im Festsaal des Gasthauses Schützen, wo am 15. Januar bei einem Ball sich eine große Anzahl Menschen von Donaueschingen, Hüfingen und der nahen Umgebung einfand, als noch nie in dem geräumigen und hübschen Saale zum Schützen gesehen worden, wahrscheinlich dem Spiegelsaal. Die innigste Fröhlichkeit legte sich durch die wiederholten Aufrufe »Karl und Amalia leben hoch, sie leben lange und hoch« sehr laut an den Tag. Immerhin war der kleine Residenzort erst 1810 zur Stadt erhoben worden. Im Schützen brachten dann die Töchterlein des Herrn Sekretär Müller, Leopoldine und Johanna Müller, ihre Begrüßungen für die Bürgerschaft und für die Landschaft gereimt vor. O Fürstin, uns rufe die Wonne frohlockender Bürger zu dir und treibet wie Blumen die Sonne die Worte des Jubels herfür. Das lieblichste Band ist geknüpft, am Karl und Amalien hüpfet in Freuden und rufet, es lebe nun hoch das fürstliche Paar, es lebe lange und hoch. Der feierliche Gottesdienst zur Vermählung von Karl und Egon und Amalie in der Kapelle des Karlsruher Schlosses gestaltete sich trotz ihrer großen Bedeutung am 19. April 1818, dann aber recht bescheiden und ohne großen Prunk. Großherzog Karl, der Stiefneffe der Braut, war schon recht krank. Karls Gesichtsfarbe war jetzt aschgrau, sein Gang schwankend. Selbst unsensiblen Naturen konnte es nicht mehr verborgen bleiben. Der Großherzog hatte nicht mehr lange zu leben. Er hatte aber die eheliche Verbindung seines Hauses, auch wenn Amalie nur eine Hochbergerin war, gewünscht. Und so verfolgte er die Trauungszeremonie von einem Nebenzimmer aus, durch das dann aber die Braut Amalie Christine, die Prinzessin von Baden, vor den Traualtar geführt wurde. Das Bedeutsame an dieser Trauungszeremonie war aber der ökumenische Charakter der Vermählung, die nach dem Ritus sowohl der katholischen wie auch der evangelischen Konfession stattfand. Einige Tage nach der kirchlichen Eheschließung am 8. Mai 1818 verließ das junge Paar die Karlsruher Residenz und die Heimat der jungen Fürstin Amalie. Es war eine triumphale Reise der fürstlichen Gesellschaft durch die Herrschaften der Fürstenberger in der Ortenau. Unser Chronist hält die einzelnen Stationen dieser Reise fest. Sie ging über die Herrschaft Haslach. In Hausach nahm die durchlauchteste Herrschaft auf der Post ihr Nachtlager, bevor es talaufwärts über die Grobenschildach nach Villingen ging, wo eine Anzahl wohlgeübter Bürgerreiterei und Herr Posthalter mit mehreren Postillionen entgegenkamen und eine Ehrenwache beim Einzug in die Stadt bildeten. Der Fürst, sowohl als auch die Fürstin, nahmen die Ehrbezeugung mit desto mehr Freude auf, da Villingen kein fürstenbergischer Ort ist, sich hier aber dennoch als sehr artigen und teilnehmenden Nachbar erwies und der Stadtrat stattete einen höflichen Besuch. Man höre und staune. Es war insgesamt ein wahrer Festzug. Alle Orte empfingen den fürstlichen Zug, als erweise ihnen der Landesherr mit seiner Gattin die Ehre.
Überall empfing man das Paar mit Gedichten, Gesang und Tanz, errichteten zu Ehren des Fürstenpaars prächtige Triumphbögen. Der Empfang in der Residenzstadt Donaueschingen gestaltete sich hochoffiziell, so als habe es die vergangenen politischen Veränderungen in der politischen Landschaft überhaupt nicht gegeben. Es war, als ziehe der regierende Fürst mit seiner ihm jüngst angetrauten jungen Fürstin in seine Residenzstadt ein und nicht der bloße Standesherr und Untertan des Großherzogs. Bereits zwischen Marbach und Kirchdorf, also auf heimischem fürstenbergischen Boden, wurde das Paar mit Böllerschüssen begrüßt, unter der Anwesenheit der Reiterei aus Donaueschingen und Engen. Herr Oberforstmeister Dilger wartete an den Grenzen der Bar mit einem wohltönenden Gedicht auf. Man ließ Karl Egon und Amalie hochleben. Sie kömmt, die Krone aller Frauen, mit ihr naht Seligkeit dem Land. Sie kömmt, die herrlichste in Deutschlands Gauen, an eines deutschen Fürstenhand. Ganz im Stil eines väterlichen Monarchen, Fürst Karl Egon war ja gerade 22 Jahre jung, antwortete der Fürst. Durch ihren Mund habe ich in herzlichen Ausdrücken die Gefühle der Freude und Treue vernommen, welche meine Untertanen empfinden. Sprechen Sie nie eine andere als die Sprache des Herzens. Sie können keine bessere mit Ihrem väterlichen Freunde reden. Liebe wollen Sie tauschen. Gerne gebe ich Liebe für Liebe, denn die meinige für Sie ist grenzenlos. Ich werde Ihre Hilfe, Ihr bester Freund, Ihr Vater sein. Es folgte die umjubelte Fahrt durch das Barstädtchen. Das durchlauchte Fürstenpaar saß in einem hübschen, geöffneten, mit 6 Pferden bespannten Reisewagen und die ganze Menge der herbeigeströmten Zuschauer drängte sich an den Wagen so nahe als möglich. Aus allen Fenstern an der Straße schauten zahlreiche Köpfe. Alle Ecken und freien Plätze, wo man den Zug wohl sehen konnte, waren mit neugierigen Menschen angefüllt. An der Einfahrt in den Schlosshof waren versammelt Militär zu Fuß aus Donaueschingen, Hüfingen, Geisingen und Möhringen, Bürgersoldaten, nach Ämtern geordnet, Bauern zu Pferd. Und das Volk machte, sobald der fürstliche Wagen vor dem Schloss durch seine üblichen Ehrbezeugung. Vor dem Schlosseingang hatten sich sämtliche Beamten des Fürsten mit Herrn Graf von Enzensberg an der Spitze versammelt. Im Empfangssaal des Schlosses versammelten sich die Beamten, während die Besucher im Hof des Schlosses vorbeizogen. Das Fürstenpaar zeigte sich unter einem Fenster des Schlosses der Menge. Herr Bürgermeister Stucki von Hüfingen, den die Versammlung von Fürstenbergs Männern zu ihrem Sprecher erkoren hatten, um den jungen Fürstenpaar ihre Gesinnung und ihre Anhänglichkeit an das Fürstenhaus darzulegen, begrüßte das durchlauchte Fürstenpaar. Obwohl man den Eindruck hier gewinnen konnte, man sei immer noch Untertan der bisherigen fürstenbergischen Herrschaft und die neue Zugehörigkeit zum großherzoglich-badischen Staat sei nur eine bloße Laune der Geschichte, lassen trotz aller demutsvollen Wendungen und Sentenzen doch einige Passagen aufmerken. Es ist nicht mehr von der gottgegebenen Ordnung die Rede, die den Fürsten über die Untertanen setzt, sondern man spricht vom Erwählen, was eine gegenseitige Verpflichtung des Regierenden und der Regierten einschließt. Man erwartet auch ganz konkrete Handlungen des nun mediatisierten Fürsten, wie im Gewerbe, in der Kunst und Wissenschaft. Am 13. Mai war in Donaueschingen ein besonders freudiger Tag. Fast alle Häuser der Stadt wurden beleuchtet und festlich geschmückt. Nicht nur die der Großkopfeten, sondern auch die der einfacheren Bürger der Stadt. Bei diesen bürgerlichen Häusern fanden sich auch einige besonders gelungene und witzige. Mich persönlich hat berührt, was ein damaliger Namensvetter von mir produziert hat.
Bei dem Seifensiederfischer las man mit Vergnügen die Knittelverse: Durchs Band der Liebe fest vereint, wenn Fürstenberg so hell erscheint, so singt mit frohem Herzen seine Lieder der fürstenbergische Hofseidensieder. Am Samstag, dem 31. Mai, fand dann zum guten, geselligen und volkstümlichen Schluss der Feierlichkeiten bei herrlichem Sonnenwetter unter blauem Himmel mit viel Sonnenschein ein Freischießen statt, bei dem der Fürst einen schweren, aus Silber schön gearbeiteten Becher als Preis ausersehen hatte. Weil derselbe aber nicht auf die gehörige Zeit anlangte, so ward dafür ein starker Mastochse als erster Preis ausgesetzt. Jedoch mit dem Beisatze, dass der Bestgewinner zwischen dem bestellten silbernen Becher und dem Mastochsen beliebig zu wählen habe. Nach 3 Tagen stand schließlich das Siegel fest, der Büchsenmacher Gerard aus Donaueschingen. Der junge Fürst hatte selbst die Schüsse auf die Zielscheibe ausgewertet, als dann der prämierte Siegespreis, der prächtig geschmückte Mastochse, abgeführt wurde. Nach dem abschließenden, lang erwarteten und ersehnten Feuerwerk und der Beleuchtung des Alleegartens bis nach Almenshofen konnte das junge Fürstenpaar, vor allem die neue Landesmutter Amalie, feststellen, dass sie bei der Donaueschinger, Almenshofener wie Hüfinger Bevölkerung sehr gut angekommen war. Überwältigt stellte jedenfalls am Ende seines Berichts unser Chronist fest: Mögen wir die Freude und das Glück haben, dass der Allmächtige seinen Segen über die teuren Häupter dieses Fürstenhauses ausgießt. Mögen Sie und Ihre Enkel lange unter uns leben und nie durch Entziehung Ihrer Gegenwart unsere Herzen betrüben. Ziel dieses Vortrags sind nicht nur die Fürstenhochzeit und deren Zustandekommen, sondern auch die Bedeutung für unsere Stadt Donaueschingen. Sie erinnern sich an das Titelfoto mit dem Orgelgitter der heutigen Christuskirche, die erst 1912-13, also fast 100 Jahre nach der Heirat, gebaut wurde. Sie sehen oben im Orgelgitter die 3 Stifterwappen. Und von diesen 3 Stifterwappen ist rechts das Wappen der Fürstenberger. Was aber hat dieses Wappen eines rein katholischen Herrscherhauses in einem evangelischen Gotteshaus zu suchen? Auf die Bedeutung der Hochzeit in kirchlich-konfessioneller Hinsicht möchte ich im Folgenden in aller Kürze eingehen. Eine ausführliche evangelische Kirchengeschichte wird kommenden Frühjahr erscheinen. Mit der badischen Prinzessin Amalie kam aber die erste evangelische Person in unsere Stadt und das ganz offiziell. In den 20 Artikeln der Heiratsurkunde vom 19. April 1818 werden Bestimmungen, Abmachungen und Vorkehrungen für die Ehe zwischen dem Fürstenpaar getroffen, was Mitgift, Unterstützung, Vorsorge etc. betrifft. Schon in den ersten Artikeln heißt es aber: Artikel 2. Der Herr Bräutigam macht sich anheischig für die Frau Braut sowohl bei seinen Lebzeiten als auch nach seinem nicht zu erhoffenden Tode und solange die Witwe im Fürstenbergischen ihren Wohnsitz behält, einen Prediger evangelisch-lutherischer Konfession zur Besorgung des Gottesdienstes auf seine Kosten anzustellen. Artikel 3. Die in dieser Ehe erzeugten Kinder beiderlei Geschlechts werden in der Religion des Herrn Bräutigam, das ist in der römisch-katholischen, erzogen. Ich will hier zeigen, dass das religiöse, evangelische Leben um die Fürstin herum Teil ihres familiären Lebens mit ihrem lieben Karl, ihren 7 Kindern und ihrem Hofstaat ist, in dem sich auffallend viele evangelische Bedienstete auch in höheren und höchsten Stellungen befinden. Evangelische Gottesdienste finden zunächst in ihren Privatgemächern statt, wozu alle evangelischen Glaubensgenossen eingeladen werden, auch die, die in der Stadt leben. Man kann nicht ganz von einer Schlossgemeinde sprechen, eher von einer Gottesdienstgemeinde. An den Festtagen wird auch das Abendmahl gefeiert. 1822 wurden etwa 22 Kommunikanten gezählt. 21 wird dann der erste Hofprediger bestellt,
Dr. Franz Becker aus Karlsruhe als geistlicher Beistand für die Fürstin. Fürstenpaar und Hofprediger waren im ähnlichen Alter. Da konnte es dann auch leichte Zeichen von Eifersucht geben, wenn etwa der Fürst in einem Brief an Johann Peter Hebel seine Erwartungen an den ersten Hofprediger formuliert. So sehr ich gewünscht hätte, einen Mann von reiferen Jahren für den fraglichen Posten zu erhalten, so gehe ich dann natürlich einem solchen, der vielleicht auch eine zahlreiche Familie zu erziehen hätte, der Entschluss, sich hier niederzulassen, schwer ankommen müsste. Doch davon ab. Und wenn Herr Becker, von welchem mir gesagt worden ist, Ihren Beifall hat und gelegentlich der Pfingstferien auf etwa 6 Wochen hierher kommen will, so wird es mir sehr angenehm sein, dessen nähere Bekanntschaft zu machen. Später hat er ihn sogar zum Direktor seiner Hofbibliothek ernannt. Am 17. September 1821 wird Dr. Becker angestellt. Nicht um eine evangelische Gemeinde zu gründen, sondern es geht allein um die religiöse Erbauung der durchlauchtigsten Fürstin, um die Predigt an sie und die Bibelgespräche. Bestattungen können notgedrungen auch mal vom katholischen Pfarrer abgehalten werden. Und später finden auch Konfirmationen statt. Am 3. und 4. April 1833 zum Beispiel mit 5 Konfirmanden. Die Abendmahlfeier finden sofort nach der Unterzeichnung der Badischen Unionsurkunde 1821 in der dort festgelegten Form statt. Der Fürst und seine Schwester schenken Amalie 2 kostbare Abendmahlsgeräte, die heute noch in der Christuskirche gebraucht werden. 1827 lässt der Fürst einen eigenen Gebetsraum im 3. Stock des Schlosses einrichten, ausgestattet mit einem Altar und einer kleinen Orgel, die später noch nach 1876 in der ersten evangelischen Kirche an der Brigach benutzt wurde. Am 9. Dezember 1827 wird die Amalienkapelle geweiht. In dem Schreiben an die Glaubensgenossen schreibt Dr. Becker: Seine Durchlaucht, unser gnädigster Fürst und Herr, haben am nächsten Sonntag, den 9. Dezember, die feierliche Einweihung der neuen evangelisch-protestantischen Schlosskapelle für die gemeinsame Gottesverehrung ihrer Hoheit der Fürstin Amalie von Fürstenberg festgesetzt. Die Mitglieder der evangelisch-protestantischen Kirche sind zu diesem Feste eingeladen. Wenn ich nun vom Familienleben der fürstlichen Familie spreche, so gehört das religiöse Leben der Fürstin, der gläubigen evangelischen Christin, untrennbar dazu. Harmonie und tiefes gegenseitiges Verständnis gehörten zu ihrem Eheleben mit ihrem geliebten Karl, mit dem sie und mit den 7 Kindern, die zwischen 1819 und 1829 geboren wurden, glücklich und zufrieden lebte. Immer wieder schreibt sie in ihren Tagebüchern von ihrem lieben Karl. Wie im Gebet wendet sie sich immer wieder an Gott und bittet ihn, dass er ihrem geliebten Karl Gesundheit und ein langes Leben schenken möge. Sie lernt auch ihre neue Heimat, die Landschaft der Bar, schätzen und lieben, was sich in eindrucksvollen Schilderungen der Landschaft der Bar immer wieder zeigt. Karl Egons Hauptaugenmerk galt nach dem Verlust der politischen Macht seiner Stellung als Standesherr. Er füllte seine Rolle als stellvertretender Vorsitzender der ersten Kammer des Badischen Landtags voll und ganz aus. Ab 1830 war er gar der leibliche Schwager Großherzog Leopolds, des Bruders Amalies. Seine Bedeutung für die Landespolitik und seine bestimmende Rolle in dieser badischen Innenpolitik werden unterstrichen durch den Bau des Fürstenbergpalais in Karlsruhe in der Erbprinzenstraße, ganz in der Nähe des Ständehauses. Für viele galt er bereits als der politische Führer der Liberalen in Baden. Sein Eintreten zum Beispiel für ein liberales Pressegesetz zeugte dafür. Es brachte ihm aber auch einen starken Rüffel
von Kanzler Fürst Metternich ein, gerade in der Zeit, in der die Karlsbader Beschlüsse im Deutschen Bund noch immer Gültigkeit hatten. Innovativ zeigt er sich aber auch in Donaueschingen selber. Hier wurde 1821 der Bau des fürstlichen Badehauses, dem heutigen Parkrestaurant, vollendet. Ich verweise dabei auf den sehr anschaulichen Vortrag von Hubert Mautz vor diesem ehemaligen Badehaus. Er bezeichnete diese Einrichtung als ein feinsinniges Geschenk an die vom warmen Klima in der Residenz verwöhnte Karlsruherin Amalie. Gerade hier zeigt sich des Fürsten umfassende und liebende Fürsorge für seine Frau und seine Kinder. Im Hinblick auf Karl Egons Verdienste um die kulturelle Bedeutung der Residenzstadt Donaueschingens möchte ich auf den sehr informativen Aufsatz Andreas Wills in den Jahrbüchern des Barvereins verweisen, in dem er umfassend auf das kulturelle Leben in der Barstadt unter Karl Egon II. Schreibt. Obwohl die Stadt beim Regierungsantritt nur etwa 2000 Einwohner hatte, entwickelte sie sich zum kulturellen Mittelpunkt weit und breit. Sie konnte dabei schon an alte Traditionen anknüpfen. Man denke nur an den Aufenthalt des jungen Wolfgang Amadeus Mozart 1766 in der Residenz. Die wichtigsten Punkte seien hier nur kurz erwähnt. Förderung der Geschichte und Naturgeschichte im 1805 gegründeten Barverein. Die seit 1818 existierende Museumsgesellschaft. Die alte Musiktradition, die mit der Berufung Johann Wenzel Kalevodas 1822 begann. Die Hofbibliothek mit den uralten Handschriften, siehe Nibelungenlied, und den Kunstsammlungen. Im Hoftheater wurden zum Beispiel alle Opern Mozarts aufgeführt, wo sich unter anderem auch die Fürstin Amalie als Elvira in Don Juan selbst aktiv beteiligte. Karl Egons Interesse, wie man sieht, galt also in erster Linie der Musik. Es gelang ihm, Johann Wenzel Kalevoda von 1822 an über 40 Jahre bis kurz vor dessen Tod 1866 an seinen Hof zu binden. Amalie unterstützte ihren Mann in allem. Vor allem verstand sie sich auch mit diesem Hofkapellmeister Kalevoda. Sie besuchte sicherlich fast alle seine Konzerte, musizierte mit ihm. Das Ehejubiläum kann zweifellos als der Höhepunkt ihres gemeinsamen Lebens angesehen werden. Doch seit etwa 1830, in den Zeiten des sogenannten Vormärz, mehrten sich in ganz Europa Unruhen, die kurz vor der 48er Revolution auch Donaueschingen und die Bar erreichten. Nach der Februarrevolution in Paris 1848 kam es in Deutschland, besonders auch in Baden, zu Unruhen, liberaldemokratischen Versammlungen, etwa in Mannheim und Offenburg. Ernst Zimmermann berichtet in der Pohrmer Dorfchronik von heftigen Vorfällen in Aufen und Foren. Die bewaffneten Pohrmer Revolutionäre sind in der heißen Phase vor dem Heckerzug recht radikal in Erscheinung getreten. Überliefert ist, dass der fürstlich-fürstenbergische Hofrat Sulger Ende März 1848 in Foren von der bewaffneten Bürgerwehr an der Weiterreise gehindert wurde. Fürst Karl Egon war jedenfalls nicht mehr Herr der Lage. Er konnte nur noch reagieren, nicht mehr eigenständig handeln. So war der in normalen Zeiten sicher wirkungsvolle Verzicht auf die Feudalrechte am 29. März 1848 fast schon eine Handlung aus dem Zwang der politischen Verhältnisse heraus, die sich schwerlich als großherzigen Verzicht auf die hergebrachten Rechte darstellen ließ. Resigniert und enttäuscht kehrte er seiner Donaueschinger Residenz mit seiner Familie für bald 5 Jahre den Rücken, um dann fast schon als gebrochener Mann zurückzukehren. Bei dieser Rückkehr verbat er sich jeglichen großartigen Empfang.
Fast schon depressiv zog er sich von allen geschäftlichen und politischen Dingen zurück und widmete sich ausschließlich seiner Familie, bis er dann 1854 im Alter von 58 Jahren verstarb. Seine Frau, Fürstin Amalie, lebte noch bis 1869 sehr zurückgezogen und verzichtete weitgehend auf öffentliche Auftritte. Alexander von Pladen spricht 100 Jahre nach dem Tode Karl Egons von der Tragik eines politischen Lebens, der seinen aufrichtigen Glauben an eine Verschmelzung der Tradition mit den liberalen Prinzipien des Jahrhunderts erschüttert sah.